Bloß nichts Dummes. Ich nehme Jaden beim nächsten Auftrag mit. Ich soll's kennen. Der Typ ist eine Frechheit. Das Ellenbogen zeigt. An alle Bewohner, Kurt Hansen hier. Feindliche Agenten haben Dogtown infiltriert. In unserer Mitte befinden sich NUSA-Spione und Unruhestifter. Augen auf. Wenn ihr etwas Verdächtiges seht, meldet es. Thank you.
warum sie ihn zum CEO machen mussten. Was zum Feuer machen? Das ist peinlich. Weil er ein Scheißwert ist. Wie geht's, Misty? Alles in Ordnung? Geht schon. Ist nicht leicht, mein Leben wieder auf die Reihe zu kriegen. Ohne ihn. Und du? Ich meine, ihr? Es ist seltsam, aber wir fangen langsam an, uns zu verstehen. Das dachte ich mir. Du machst es einem leicht, mit ihr auszukommen, wie? Wie läuft das Geschäft, Misty? Du bist seit 2 Tagen der Erste hier. Und vor 2 Tagen war es ein Pizzabote, der sich verlaufen hatte. Die Leute in dieser Stadt haben ihren spirituellen Sinn verloren. Aber naja, ich bin hier, um ihnen zu helfen, nicht andersrum. Schon mal einem Typen begegnet, der sich Zen-Meister nennt? Nein, aber ich habe von ihm gehört. Wollte er dir Meditations-BDs andrehen? Aha. Dann ist er verschwunden. War nur noch seine Kleidung da. Und das beunruhigt dich? Er hat so gesprochen, als wüsste er von Johnny. Hat nichts Konkretes gesagt, aber... Vielleicht hast du seine Lehren etwas zu ernst genommen. Ja, vielleicht. Wie dem auch sei, wenn du ihn noch mal siehst, schick ihn zu mir. Willst du auch meditieren? Nein, ich will ihm die Karten legen. Hey Misty, ich habe weitere Wandbilder gefunden. Nur waren die anders. Ich kann es schlecht erklären. War anders halt. Beschreib mir, was du gesehen hast. Hallo? Also, ist da jemand? Eine Gestalt mit Kapuze, dahinter ein Stern oder Pentagramm. Mit Teufelsgeschäften kennst du dich aus, oder? Der König der Pentakel. Die Geschäfte sind deine. Mit jemandem, der aus schierer Willenskraft ein mächtiges Reich errichtet hat. Solche Leute sind gefährlich wie. Die Welt sieht von einem Thron gesehen anders aus. Deine Herrschaft wird ständig bedroht. Da wäre mir der Teufel lieber, ganz ehrlich. Ich soll also vorsichtig sein? Ich bezweifle, dass simple Vorsicht ausreicht. Dafür ist das Schicksal zu stark. Folge immer deinem Herzen. Bleib dir treu, selbst wenn du mal verlierst. Da war eine sitzende Gestalt mit irgendwas in der Hand. Einer Keule oder einem Zepter oder so. Der König der Stäbe? Du bist also einem Anführer begegnet, der seine Ziele mit gewissen Prinzipien oder sogar einer Vision verfolgt. Ist das gut oder schlecht? Das hängt wie immer von dir ab. Der König der Stäbe steht für neue Chancen, für das Ablegen alter Muster und Gewohnheiten. Aber auch für gewisse Gefahren, rücksichtslose Handlungen und Abkürzungen. Am Ende könnte ein Opfer stehen, das du bringen musst, um irgendeine Erwartung erfüllen zu können. Eine sitzende Gestalt mit, ich weiß nicht, einem Kelch oder so. Der König der Kelche. Sei besonders vorsichtig mit Bekanntschaften, auf die sich die Karte beziehen könnte. Ich habe das Gefühl, ich muss eh immer vorsichtig sein. Einerseits steht der König der Kelche für Verständnis, emotionales Gleichgewicht. Andererseits aber auch für Manipulation und spirituelle Krisen. Und wie? Das Letzte, was dein Geist braucht, ist noch mehr Chaos und Enttäuschung. Da war ein Kerl mit 2 Schwertern. Ah, das ist der König der Schwerter. Einer meiner Lieblinge. Oh, steht was Gutes an? Der König der Schwerter steht für Klarheit und höchste Vernunft. Aber wenn Emotionen überkochen, kommen nicht einmal die gegen das Chaos an. Seine Wahrheiten sind oft erbarmungslos und schmerzhaft.
Daher leben manche lieber eine Lüge, als sich ihnen zu stellen. Wow, bist eine echte Freundin, Misty. Danke. Obwohl ich immer noch nicht wirklich weiß, was ich davon halten soll. Ich denke, du bist zwischen starken Persönlichkeiten gefangen, die sich bekriegen. Sie wollen dich beeinflussen. Nur sind sie sich dessen nicht unbedingt bewusst. Das ist mir nicht neu. Tu das nicht ab, Vi. Dir bieten sich neue Möglichkeiten, neue Wege der Erkenntnis. Sie bringen dir entweder Erlösung oder Verderben. Die Entscheidung liegt wie immer bei dir. Du gestaltest dein Leben und dein Schicksal. Und welcher Weg ist der richtige? Bleib dir einfach treu, Vi. Dein Herz wird dir den Weg zeigen. Dir steht ein großes Ereignis bevor. Halte danach Ausschau. Jackie hat dir diese Karten gegeben, oder? Er hatte mich gebeten, ihm beim Aussuchen zu helfen. Mhm. Er hat die richtige Wahl getroffen. Ich spüre eine Verbindung zu diesem Satz. Wir könnten dir deine legen, wenn du willst. Danke. Ist nicht so mein Ding. Vielleicht ein andermal. Willst du mir die Karten legen? Liebend gern. Der Eremit. In Einsamkeit erkennt er die Wahrheit über sich und die Welt. Daraus schöpft er Kraft. Seine Laterne zerschneidet die Dunkelheit. Das könntest du sein. Oder jemand, der dir wohlwollend gesinnt ist. Doch Vorsicht. Ein umgekehrter Hierophant lauert in den Schatten. Er bedroht Leben und Autorität. Bringt Rebellion und Fanatismus. Er ist eine große Gefahr. Der Teufel umgekehrt. Du wirst dem Einfluss mächtiger Menschen mit unklaren Motiven ausgesetzt sein. Sei sehr vorsichtig. Der Turm. Du und dein Umfeld werden einen großen Schock erleben. Wenn der Turm fällt, ist nichts mehr, wie es einmal war. Einfach gar nichts. Danke für die Warnung, Misty. Ich werde aufpassen. Gut, dass du verstehst.